Angesichts der Gefahren, die aus der Renaissance unaufgeklärten Denkens in einem technologisch hochentwickelten Zeitalter erwachsen, ist es eine Pflicht der intellektuellen Redlichkeit, Klartext zu sprechen, gerade auch in Bezug auf Religion. Während wir technologisch im 21. Jahrhundert stehen, sind unsere Weltbilder noch von jahrtausendealten Legenden geprägt. Diese Kombination von höchstem technischen Know-how und naivsten Kinderglauben könnte auf Dauer fatale Konsequenzen haben. Wir verhalten uns wie Fünfjährige, denen die Verantwortung über einen Jumbojet übertragen wurde. Eine Menschheit, die das Atom spalten kann und über Satelliten kommuniziert, muss die dafür erforderliche Reife besitzen. Diese zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man in der Lage ist, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben müssen. Dass sich bestimmte Personen oder Personengruppen durch das Aufstellen heiliger Spielregeln jeglichem kritischen Zugriff entziehen und dadurch eigene Denkfehler als verbindlich in die Zukunft fortschreiben, kann und darf in einer modernen Gesellschaft keine akzeptable Praxis mehr sein. Es ist eine historisch unumstößliche Tatsache, dass die fundamentalen Rechte, die wir in modernen Rechtsstaaten genießen, überwiegend nicht den Religionen entstammen, sondern in einem erbitterten Emanzipationskampf gegen die Machtansprüche der Religionen durchgesetzt werden mussten. Viele Werte wie etwa Rationalität, individuelle Selbstbestimmung oder Demokratie, die uns heute selbstverständlich erscheinen, wurden bereits im antiken Griechenland und Rom entwickelt, verschwanden aber mit der Machtübernahme des Christentums fast ein Jahrtausend von der Bildfläche. Es bedurfte der Renaissance, damit sich in Europa langsam wieder die Idee der individuellen Freiheit entfalten konnte. Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion. Nur so kann der in letzter Instanz kriegstreiberischen religiösen Ghettoisierung der Menschheit entgegengewirkt werden. An ihre Stelle sollte eine bunte, aber doch einheitlich humane Weltkultur treten, die von Offenheit geprägt ist, nicht von Offenbarung, die den Menschen dient, nicht von Menschen geschaffenen Göttern bzw. ihren jeweiligen irdischen Stellvertretern. Die Erde und die Menschen sind zeitlich begrenzte Phänomene in einem sinnleeren Universum, das irgendwann den Kältetod sterben wird. Wenn ich weiß, dass es keinen Sinn an sich gibt, bin ich dazu ermächtigt, den Sinn aus mir selber zu schöpfen. Wenn ich weiß, dass ich endlich bin, werde ich dieses einzige Leben, das ich habe, auch wirklich leben und genießen. Wer richtig urteilen will, muss vollständig ablassen können von jeder Glaubensgewohnheit, die er von Kindheit an in sich aufgenommen. Die allgemeine Meinung ist nicht immer die wahrste. Giordano Bruno. Wenn du dich selber als Kraft im Wärmestrom der menschlichen Geschichte verorten kannst, wird dich das glücklicher machen, als es jeder erdenkliche Besitz tun könnte. Du wirst intuitiv spüren, dass du nicht umsonst lebst und auch nicht umsonst gelebt haben wirst. Das Manifest des evolutionären Humanismus wurde im Auftrag der Giordano Bruno Stiftung verfasst. Es formuliert die Grundpositionen einer zeitgemäßen Aufklärung, indem es die aktuellen Erkenntnisse von Wissenschaft und Philosophie miteinander verknüpft und die traditionellen Gräben zwischen Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaft überwindet. Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion. Giordano Bruno Stiftung.